Moin Leute, ja, heute geht es mal wieder um die Sony A7 IV und ich möchte euch heute mal meine Gründe nennen, weswegen ich mir diese Kamera hier gekauft habe, auch wenn das für mich quasi ein weiteres Kamerasystem bedeutet. Ich habe ja mittlerweile, ja, das ist jetzt mein drittes Kamerasystem, was ich jetzt parallel habe. Ich arbeite ja immer noch mit der Canon EOS 6D und der M50 hin und wieder mal und als Hauptkamera ja in letzter Zeit mit der Z6 von Nikon, die mich jetzt auch gerade wieder filmt. Für beide Systeme habe ich diverse Objektive, also für die Canon wirklich von Ultraweitwinkel bis klassisch 70-200, für die Nikon mittlerweile auch diverse Festbrennweiten, auch das meines Erachtens sehr gute Sigma 105mm 1.4, mit dem ich sehr gerne arbeite. Ja, und trotzdem habe ich mich jetzt für die Sony A7 IV entschieden. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, warum kaufe ich mir ein ganz neues Kamerasystem, wenn ich doch schon zwei super Systeme habe, nämlich das von Canon und das von Nikon. Beides tolle Systeme, das Canon jetzt noch nicht spiegellos, aber es gäbe ja entsprechende spiegellose Kameras. Und das Nikon-System mit der Z6, mit dem Z-Mount, sehr schönes spiegelloses System. Und jetzt eben nochmal die Sony. Und das zieht natürlich auch wieder Objektive nach sich und so weiter und so fort. Ich habe ein Blitzsystem von Godox, dann mit dem entsprechenden Funkauslöser für die Canon, für die Nikon und demnächst dann auch für die Sony. Warum macht man das, wenn es doch auch gute Canon und gute Nikon-Kameras gibt? Ja, und ich möchte euch heute einfach mal meine Gründe nennen, weswegen ich mich doch letztlich für die Sony entschieden habe und nicht für eine Nikon Z6 II oder eine Canon EOS R6. Denn das sind so die beiden Kameras, die ich mir als Alternativen zur Sony A7 IV angeguckt habe. Und vorweg einfach mal gesagt, damit das auch gesagt sei, alle drei Kameras, Nikon Z6 II, Canon EOS R6 und die Sony A7 IV sind hervorragende Kameras. Damit kann man im Prinzip alles fotografieren. Die sind absolut für den professionellen Bereich gemacht. Die sind wetterfest. Die sind, also da kann man wirklich alles mitmachen. Trotzdem hat natürlich jede Kamera seine Vor- und Nachteile und auch seine Schwächen. Und die Sony A7 IV hat für mich einfach die wenigsten Schwächen und die meisten Vorteile. Ja, vielleicht fangen wir einfach mal damit an, warum ich die anderen Kameras nicht gekauft habe. Ich habe sowohl die Nikon Z6 II als auch die Canon EOS R6 intensiv getestet. Ich blende parallel, während ich jetzt über die entsprechenden Kameras rede, immer mal ein paar Fotos ein, die ich mit den entsprechenden Kameras gemacht habe. Ich habe die also beide intensiv getestet, wohlgemerkt auch mit meinen entsprechenden Objektiven. Und man kann ganz klar sagen, im Prinzip hätte ich sie alle drei kaufen können. Aber das Paket ist das abgerundetste. Ja, fange ich vielleicht bei der Nikon an, denn ich habe ja die Z6 und die Z6 II ist natürlich so ein bisschen so der logische Nachfolger, der logische Schritt in die Aktualität. Wenn man mit der Z6 nicht mehr zufrieden ist, holt man sich das Nachfolgermodell. In meinem Fall nicht. Und ich möchte dazu kurz ausführen, warum nicht. Zunächst mal, die Z6 II ist eine hervorragende Kamera. Wenn man die Z6 kennt und so sehr mag, wie ich die mag, dann fühlt man sich natürlich bei der Z6 II sofort zu Hause. Der Body ist identisch. Man hat im Prinzip bis auf den zweiten Speicherkartenslot keine wirklich merkliche Veränderung. Und das ist gut so, denn der Body ist hervorragend, der ist gut. Also da gibt es nichts, was ich updaten müsste. Aber es ist leider auch sonst nicht so viel abgedatet worden. Ja, ich habe das zweite Speicherkartenfach. Ja, ich habe ein paar neue Video-Features. Ich habe auch einen doppelten Prozessor jetzt drin. Und ein
etwas besseren Autofokus. Ja, alles Sachen, die wurden geupdatet und alles Sachen, die auch gut sind, dass sie geupdatet wurden. Aber der Unterschied, und das wird jeder so ein bisschen bestätigen, der mal eine Z6 und eine Z6 II in der Hand hat und die parallel mal verwendet hat, der Unterschied ist nicht so groß. Also ob ich jetzt die Z6 II nehme und damit fotografiere oder die Z6 nehme und damit fotografiere, spielt unterm Strich nur eine sehr geringe Rolle. Wenn ich nämlich zum Beispiel den verbesserten Autofokus haben möchte. Unter anderem im Videomodus habe ich jetzt auch Augenerkennung. Jetzt filmt mich die Z6, habe ich natürlich nur Gesichtserkennung. Spielt das eine Rolle? Ja, wenn ich sehr offenblendig arbeite, ja. Wenn nicht, dann nein. Von daher für mich jetzt kein so ein wahnsinnig riesiges Feature, weswegen ich jetzt updaten würde. Zweite Speicherkartenslot, klar, super nett zu haben, ist eine tolle Geschichte, aber auch da wieder kein Feature, weswegen ich jetzt updaten würde. Der Autofokus, ja, das wäre ein Feature, weswegen ich updaten würde und weswegen ich auch updaten wollte, denn das war so der einzig große Kritikpunkt an der Z6, der Autofokus im Tracking-Modus. Wenn es um schnelle, bewegte Objekte geht, dann konnte der schlicht nicht mithalten. Und das gilt auch noch für die Z6 II. Ja, das ist leider das Problem. Die Z6 II hat leider dieselben Probleme. Ja, der Autofokus ist ein bisschen besser geworden und die Augenerkennung erkennt das Auge jetzt ein bisschen besser und ein bisschen früher, wenn es ein bisschen kleiner ein Bild ist. Alles gut, alles schön. Aber wenn ich wirklich dann damit arbeiten möchte, wenn ich darauf angewiesen bin, wenn ich mich hundertprozentig darauf verlassen möchte, dann kann ich mich eben nicht hundertprozentig auf die Gesichts- und Augenerkennung bei der Nikon Z6 II verlassen. Dann habe ich dieselben Probleme wie bei der Z6, dass ich gerade, wenn ich offenblendig arbeite, 105 mm 1.4 zum Beispiel, und ich nehme den Augenautofokus, der trifft nicht immer hundertprozentig das Auge. Der liegt manchmal davor, der liegt manchmal dahinter. Und dann kann ich es nicht mehr so verwenden, wie ich das möchte. Dann habe ich nicht mehr diese Sicherheit. Dann ist es einfach im Prinzip so, dass ich sagen muss, okay, wenn ich wirklich wieder den Shot brauche, wenn ich diese einmalige Gelegenheit habe und wenn ich den jetzt abliefern muss, dann muss ich wieder Einzelfeldautofokus nehmen. Und dann habe ich zur Z6 I eigentlich nichts gewonnen. Und das ist so ein bisschen auch das, weswegen ich sage, die Z6 II ist für mich eigentlich keine Z6 II, sondern eigentlich mehr eine Z6S. Wer Nikon kennt und das System kennt, der weiß, damals die T300 hatte Nikon auf den Markt gebracht und irgendwann kamen alle raus und haben ein bisschen Video eingebaut in die Spiegelreflexkameras und dann kam Nikon und hat die D300S auf den Markt gebracht mit ein paar mehr Features, aber im Prinzip die gleiche Kamera. Und so ist das hier jetzt eigentlich auch. Wir haben ein paar mehr Features, aber im Prinzip die gleiche Kamera. Und was Nikon zum Beispiel sehr gut gemacht hat bei der Z6, ist immer kontinuierlich über Firmware-Update die Kamera verbessert. Jetzt geht schon relativ lange auch das Gerücht rum, dass die Z6 II nochmal ein ordentliches Autofokus-Update bekommen soll. Ich wage das mal in Angesicht der Z9 ein bisschen zu bezweifeln, denn die Z9, die ist ja ein wirklicher Sprung nach vorne. Die ist ja jetzt wirklich im Prinzip Marktführer, was den Autofokus angeht. Und da kommt die Z6 II ja gar nicht mehr hin. Das werden die ja jetzt da gar nicht mehr nachrüsten können von Nikon. Also über Firmware-Update, ja, vielleicht lässt sich da noch ein bisschen was machen, aber so richtig viel, das wage ich mal zu bezweifeln. Und deshalb vermute ich, wird Nikon irgendwann eine Z8 oder was auch immer rausbringen mit dem Autofokus-System der Z9 in ein bisschen erschwinglicher. Dementsprechend, ja, war ich von der Z6 II so begeistert, wie ich es auch von der Z6 war oder immer noch bin. Das ist eine hervorragende Kamera. Aber sie stellt keinen nennenswerten Sprung oder Schritt nach vorne dar, wenn ich ein besseres Autofokus-System haben möchte. Denn da hat Nikon wenig getan, muss man ehrlicherweise sagen. Und dementsprechend war die Z6 II für mich relativ schnell raus, nämlich nachdem ich die wirklich ein paar Mal getestet habe und festgestellt habe, nein, im Prinzip kein nennenswerter Schritt im Gegensatz zur Z6 I.
nach vorne, das bringt mir nichts. Dafür 1.900 ein paar zerquetschte Euro ausgeben, macht ehrlich gesagt aus meiner Sicht keinen Sinn. Denn die Z6I ist ja keine schlechte Kamera. Und wenn ich nicht wirklich Sport machen möchte, ja, kann ich die ja für alles verwenden. Ne? Also war so ein bisschen so der Gedanke, okay, Canon hat ein super Autofokus-System, das wurde überall in der Presse hoch gelobt. Ich habe diverse Videos gesehen und das soll super funktionieren. Dementsprechend habe ich so ein bisschen gesagt, okay, dann gucke ich mir die R6 an. Und bei einer Bekannten konnte ich die R6 dann entsprechend auch testen und ich habe mein eigenes 70-200 sogar mitgebracht und mit so einem, ich glaube, Meike, so einem Billigadapter war das jedenfalls, konnten wir dann das alte EF-Objektiv an das RF-Mount der Canon R6 anschließen. Und was soll ich sagen? Ich war begeistert. Die Canon EOS R6 ist eine hervorragende Kamera. Also das fängt bei der Bedienung an, übrigens da die Z6 natürlich auch, aber das fängt bei der Bedienung an im Prinzip. Die EOS R6, die lässt sich bedienen, wie man das von Canon erwartet. Das Menü ist ähnlich zur 6D, die Bedienung der Buttons und das Layout ist ähnlich zur 6D. Im Prinzip kann man sagen, wenn man eine Canon kennt und bedienen kann, dann kann man die R6 fast sofort bedienen. Also ich konnte sofort im Menü die entsprechenden Punkte umstellen, so wie ich sie haben wollte. Die Buttons waren da, und wo ich sie erwarten würde und da, wo ich sie auch bedienen wollte. Das war ja ganz hervorragend. Also im Prinzip Bedienung, Menü, alles top erkennen. Und dann das Autofokussystem. Also wer noch nicht mit einem dieser modernen Autofokussysteme von Sony oder Canon gearbeitet hat, der sollte das wirklich mal tun. Denn die sind wirklich grandios. Ich blende euch parallel mal ein paar Fotos ein, die ich mit der R6 gemacht habe. Da war ich beim Hüten. Der Border Collie hütet da die Schafe. Und alles aufgenommen mit der R6 und dem 70-200, Blende 4, dem alten Canon L-Objektiv, also nicht dem neuen. Das ist alte Autofokusmotoren drin, alte Linsen drin. Also wirklich das alte Objektiv. Und der Autofokus saß wirklich immer. Verfolgung, Tracking, es ist, wenn man es nicht gesehen hat, ist es einfach phänomenal. Wenn man das nicht kennt, es ist umwerfend, wirklich. Ich schwärme da jetzt so von, weil ich das wirklich vorher so nicht kannte und beeindruckend fand. Man stellt die Kamera wirklich nur auf Tieraugen-Autofokus und der fokussiert, egal wie klein das Hundeauge im Bild ist, er hat es immer. Und das ist wirklich sensationell, weil das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das wirklich noch nicht gesehen hat. Und dann funktioniert Tracking auch immer. Also der verfolgt dann den Hund über das gesamte Bild, hat dann Augenautofokus, der funktioniert. Und das ist einfach natürlich sensationell. Also das muss man einfach ganz klar so sagen. Da ist der Canon Autofokus auf einem so hohen Niveau angekommen, das macht einfach Spaß, damit zu arbeiten. Da kann man sich dann wirklich drauf verlassen. Ich brauche nicht mehr in Einzelfeld oder irgendeinen Tracking-Modus gehen. Ich kann einfach die Kamera auf Augenautofokus stellen, AFC rein und fertig. Also Servo AF bei Canon. Und dann macht er das. Der macht das alles alleine. Die R6 fokussiert, egal wo der Hund läuft, egal wie schnell der sich bewegt, wie unvorhergesehen der sich bewegt. Er trifft immer den Punkt. Das ist sensationell. Und ich habe da insgesamt so um die 300 Bilder gemacht und es waren vielleicht 5 Fotos unscharf. Und das ist natürlich eine Ausbeute. Die kannte ich von der Z6 nicht und von der Z6 II tatsächlich auch nicht. Da kommen die schlicht nicht hin. Ja, und damit kann man sich darauf verlassen. Damit ist Augenautofokus und Augenautofokus-Tracking wirklich da angekommen, wo ich es professionell nutzen kann. Wo ich sagen kann, ich brauche nichts anderes. Ich kann das so nutzen. Ich kann mich da 100% drauf verlassen. Und ich brauche keine Spielchen mit irgendwelchen Autofokus-Punktverschiebungen oder sonst was machen. Nein, voll nutzbar. Ja,
Warum habe ich die Canon EOS R6 da nicht gekauft, wenn ich so begeistert bin? Das liegt eigentlich an zwei Punkten. Einerseits kostet die Kamera, ich habe gerade nochmal geguckt, so roundabout 2500 Euro. Ja, da gibt es immer mal wieder ein Cashback drauf, aber 2500 Euro, das finde ich jetzt schon nicht wenig. Jetzt kann man sagen, gut, die Sony ist noch teurer, klar. Aber dann war da noch der zweite große Punkt, der mich so ein bisschen gestört hat. Und der dritte große Punkt. Und der zweite Punkt ist einfach der Sensor. Der hat nur 20 Megapixel. Jetzt kann man sagen, okay, 20 Megapixel, das reicht. Ja, vor ein paar Jahren hatten wir alle nur 20 Megapixel und die 6D hat auch nur 20 Megapixel. Und Micro Four Thirds hat eh nur 20 Megapixel, wenn überhaupt. Und das reicht ja locker für alles aus. Und das stimmt im Prinzip auch. Im Prinzip reichen die 20 Megapixel auch aus. Aber wenn ich jetzt gerade so Fotos mache, wie der Hund hütet die Schafe, der bewegt sich unvorhergesehen, dann habe ich natürlich nicht die Möglichkeit, oder ich zumindest nicht, die Möglichkeit, und ich schaffe das dann auch nicht, so 100% den Bildausschnitt zu wählen, wie ich den gerne später hätte. Auch wenn ich mich auf den Augenautofokus verlassen kann. Es geht dann so schnell und man arbeitet ja, oder ich arbeite dann bodennah. Man hat die Kamera so, das Display so und dann schaut man da drauf und dann muss man sich schnell bewegen und schnell hin und her. Und da kann es natürlich passieren, dass der Horizont nicht gerade ist oder ich den Bildausschnitt nicht so 100%ig habe, wie ich den gerne hätte. Und dann croppe ich eventuell entsprechend nochmal rein. Und das ist natürlich dann eine Sache, bei 20 Megapixeln, ja, wenn ich da nochmal reinkroppe, bin ich schnell bei 16 oder weniger. Und da muss man dann entsprechend wissen, ob einem das reicht oder ob einem das eben nicht reicht. Und ja, mir reicht das dann eben letztlich im Finale nicht. 20 Megapixel sind eben dann auch nur 20 Megapixel. Und das muss man halt einfach, das muss man einfach wissen. Das ist nicht per se schlecht, das ist auch nicht zu wenig. Wie gesagt, es gibt genug Fotografen, die drucken mit deutlich weniger Megapixeln und haben damit überhaupt gar kein Problem. Aber es gibt eben auch deutlich Fotografen, die drucken eben mit deutlich mehr Megapixeln. Und dann können die das eben entsprechend größer machen oder reinkroppen und haben eben noch mehr Möglichkeiten. Weiterhin ist einfach der Vorteil, gerade wenn ich Hunde mit feinen Fellstrukturen und so weiter fotografiere, je mehr Megapixel ich habe, umso detailreicher habe ich das natürlich auch. Bei 20 Megapixeln, da verwischt dann schnell mal was, da verwäscht das Fell dann so ein bisschen und dann hat man eben schon nicht mehr so den Detailreichtum, den man vielleicht mit einer 33 Megapixel wie der Sony hier bekommt. Und das ist natürlich dann eine Sache, ja, da kann man dann auch mal sagen, reicht mir das wirklich aus oder eben nicht? Und wenn ich die Wahl habe, nehme ich dann doch die Sony mit mehr Megapixeln. Aber letztlich hat mich ja noch der dritte große Punkt abgehalten, die Canon zu kaufen, nämlich das Objektiv-Line-Up. Klar, ich kann alle EF-Objektive verwenden, die ich eh schon habe. Und ich kann die sehr guten RF-Objektive von Canon verwenden, die nur einen gravierenden Nachteil haben. Sie sind teuer. Das Canon-System ist einfach unglaublich teuer. Ja, das ist es vielleicht auch wert, gar keine Frage. Und wenn man sich das leisten möchte, dann kriegt man in dem Canon-System ganz hervorragende Objektive. Wirklich auch, also durch die Bank weg, schöne Objektive. Und man kann damit alles machen. Nur, was mir so ein bisschen fehlt, ist einfach so ein paar Dritthersteller derzeit. Also es gibt keine Tamron-Objektive, es gibt keine Sigma-Objektive. Klar kann ich die irgendwie adaptieren, ne, mit dem EF zu RF-Adapter dann zum Beispiel. Aber das hat dann eben entsprechend immer wieder den Nachteil, dass ich einen Adapter dazwischen habe. Und auch da kam dann eben die Sony ins Spiel, denn da gibt es Tamron, da gibt es Sigma, da gibt es Samyang, diverse andere Hersteller, Zeiss. Alle bieten so Objektive fürs E-Mount an und da ist preislich eben für jeden was dabei. Ja, und aus den genannten Gründen ist es dann, auch wenn die R6 eine super Kamera ist, und ja, ich hätte jetzt die R5 kaufen können, klar, aber die kostet, glaube ich, 4.500 Euro oder noch mehr.
Also eine ganz andere Preisliga, in der wir uns dann bewegen. Und das war es mir letztlich dann auch nicht wert. Ja, aus den Gründen ist es dann eben auch die R6 nicht geworden. Und ich habe mich letztlich für die damals dann recht neu vorgestellte Sony A7 IV entschieden. Ja, das ist jetzt für mich ein ganz neues System. Aber ein System, was eben all die Negativpunkte, die ich an den anderen Kameras eben festgestellt habe, nicht hat. Ich habe Drittherstellerobjektive, ich habe eine super weite Objektivauswahl. Wie gesagt, Sigma, Tamron, Samyang, Sony. Dann haben die super Sony G-Master Objektive. Die haben eine Breite an Objektiven. Da ist wirklich für jeden was dabei und für jeden Geldbeutel was dabei. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, denn letzten Endes, je mehr Objektive wir uns so kaufen, das ist ja auch immer eine Kostenfrage. Und hier in dem System, da kann man wirklich sehr schöne Drittherstellerobjektive kaufen. Von Sigma, ganz hervorragende Linsen gibt es dafür. Von Tamron, starke 2,8er Linsen von Tamron. Ja, da ist für jeden Geldbeutel im Prinzip was dabei. Und dementsprechend ist das schon mal ein starker Punkt dafür. Nächster starker Punkt für die Sony ist einfach, mit den 33 Megapixeln, ja, da haben sie mich einfach gekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Natürlich kann man sagen, die 24 in der Nikon reichen und die 20 in der Canon, ja, die können vielleicht auch reichen. Aber 33 ist eben mehr. Das ist eben einfach mal besser. Und ich merke das direkt, wenn ich jetzt fotografiere und ich gucke mir dann anschließend die Fotos an. Ich kriege viel feinere Strukturen im Hundefell zum Beispiel oder in den feinen Details. Kriege ich noch viel feinere Details und Strukturen wiedergegeben, als ich das mit der Z6 zum Beispiel schaffe oder aber auch mit der 6D zum Beispiel schaffe. Das heißt, den Unterschied zwischen den 20 Megapixeln der R6 zu den 33 der Sony A7 IV, den sehe ich tatsächlich in der Praxis. Ja, und das ist für mich schon mal den Aufpreis dann zur R6 nochmal wert. Und dann die Cropping-Möglichkeiten. Ich kann hier mit den 33 Megapixeln einfach reinkroppen. Da kann ich den Bildausschnitt hinterher noch verändern, wie ich will. Ja, ich kann im Zweifel sogar aus dem Querformat noch ein Hochformat schneiden. Da habe ich trotzdem noch genug Pixelreserve, um das umzusetzen. Und das wird dann bei 20 Megapixeln bei der Canon schon schwierig. Jetzt kann man sagen, klar, wenn man das macht, hat man auch schlecht fotografiert. Ja, natürlich hat man das dann, aber unterm Strich macht man es eben hin und wieder mal. Ich zumindest. Und dementsprechend nehme ich gerne mehr Pixel mit, wenn ich sie denn bekommen kann. Außerdem ist 33 Megapixel noch ganz nett von der Dateigröße. Die sind nicht so groß wie über 60 oder 45 Megapixel. Die sind auch schon nicht klein, aber sind eben noch angenehm zu verarbeiten. Hier zum Beispiel auf dem MacBook überhaupt gar kein Problem. Die laufen, da kann man ganz normal in Capture One noch bearbeiten. Da hat man kein Ruckeln, da hat man gar nichts. Die sind auch sofort da, also da kann man sofort mit Vorschau und so weiter. Das ist wirklich ganz gut. Ja, und dann muss ich sagen, hat Sony mit der A7 IV einfach einen Body geschaffen, der mir gefällt. Der liegt gut in der Hand. Die Kamera liegt wirklich griffig und satt in der Hand. Ich habe auch das vollklappbare Display, was ich für Video extrem schön finde. Und ich habe einfach genug Drehräder und Taster, die ich frei bewegen kann. Der Joystick ist hervorragend. Touch ist wunderbar implementiert. Ja, und dann habe ich zwei Speicherkartenfächer. Und ich habe den riesen Vorteil, dass ich entsprechend auch die guten Videofunktionen habe. Die Sony A7 IV, die hat ja alle Videofunktionen, die ich brauche. Besser geht das ja gar nicht. Da kann ich ja alles mitmachen. Für meine YouTube-Videos hier reicht das ja absolut aus. Und wenn ich dann noch mal privat irgendwas in 4K drehen will, ja, natürlich, das geht doch alles. Also von daher ist die Sony für mich einfach, die A7 IV ist einfach momentan die Kamera auf dem Markt, die für mich das kompletteste Gesamtpaket darstellt. Und das muss man einfach ganz klar sagen. In dieser Klasse so bis, ja, 2.800 kostet die jetzt, glaube ich, ne, so bis 3.000 Euro, ist die Sony einfach schon eine Kamera, die für mich das Gesamtpaket super stimmig geschnürt hat und wo im Prinzip alle Boxen gecheckt sind, die ich gecheckt haben will. Hervorragender Autofokus,
große Objektivauswahl, eine vernünftige Anzahl an Megapixeln, hier jetzt sogar 33, super. Mittlerweile auch einen wahrscheinlich wetterfesten Body, mit dem ich auch mal draußen bei Regen und Sturm arbeiten kann und an der Nordsee bei Sand und so weiter. Ich habe die Videofunktionen da drin, die wirklich gut sind. Ich habe auch kein Überhitzungsproblem, das haben wir auch schon getestet. Und ich habe sehr gute Fotofunktionen. Also von daher, ja, für mich einfach momentan so preis-leistungsmäßig, wenn ich immer vorausgesetzt, ich brauche den Autofokus, den wirklich guten Autofokus, Augen, Tieraugenerkennung, Gesichtserkennung, Tracking, dann ist das für mich die Kamera der Wahl. Und dann muss ich sagen, ja, die kann ich wirklich empfehlen. Ich bin damit sehr zufrieden momentan und ich würde sie mir auch sofort wieder kaufen. Und für mich hat das jetzt zur Folge, dass ich natürlich langfristig ein drittes System aufbaue, nämlich das Sony-System. Ja, und mir wahrscheinlich überlegen soll, ob ich mich langsam mal vielleicht von dem Canon-System trenne. Denn das ist jetzt ja auch schon ein bisschen älter mit der 6D und der M50. Die beide nutze ich nicht mehr so richtig viel. Also vielleicht macht es Sinn, parallel zukünftig nur noch Nikon und Sony oder vielleicht irgendwann langfristig nur noch Sony zu haben. Aber da kann ich mich noch nicht so durchringen, weil ich den Nikon-Body einfach zu gerne mag und ich auch die Bedienung da zu gerne mag. Ja, das soll so ein bisschen gewesen sein von mir zum Thema Sony A7 IV und meine Gründe, weswegen ich mir diese meines Erachtens wirklich sehr gute und universell einsetzbare Kamera gekauft habe. Natürlich kostet die viel Geld, das darf man gar nicht vergessen. Und das soll auch nicht so außer Acht gelassen werden, denn mit einer Z6 II kommt man natürlich deutlich fast 1000 Euro günstiger an eine Kamera. Und auch die R6 ist nochmal günstiger. Aber wenn man ein wirklich rundum abgeschlossenes Gesamtpaket haben will, mit dem man Stand heute eigentlich alles machen kann, herausragende Videoqualität, herausragende Fotoqualität, ja, dann Sony A7 IV, ganz ehrlich. Also bisher nach meinen ersten Tests bin ich wirklich begeistert. Es wird irgendwann dann dazu sicherlich auch nochmal ein Review geben, aber ihr habt das bei der Z6 gesehen, da nehme ich mir gern mal so ein Jährchen für Zeit, um wirklich dann auch alle Funktionen auch mal im Live-Betrieb eben on-location zu testen. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, soweit von mir zur Sony und meinen Gründen für den Kauf. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.